Schatz. Jo, was ist denn das für eine coole Begrüßung hier? Gefällt's dir? Klar gefällt's mir. Habe ich irgendwas vergessen? Jahrestag oder so? Nein, wieso? Naja, weil du, süße Kirsche, jetzt zwischen Rosenblättern, Prosecco und Erdbeeren sitzt und auf mich wartest. Als mein Mann hast du sowas verdient. Findest du nicht auch? Dios mio, du hast es verstanden. Genauso möchte Mann begrüßt werden, wenn er nach Hause kommt. Küss mich. Okay, jetzt mal im Ernst, was soll das hier alles? Es muss doch irgendeinen Grund geben. Nein, nur weil ich dich ein bisschen verführen will. Ja, das ist ja gut und schön, aber du hast mich noch nie so verführt. Also jetzt, wo wir uns entschieden haben. Ja, wir haben uns entschieden. Sollten wir, damit es auch wirklich klappt, häufiger miteinander schlafen. Damit was klappt, ne? Stimmt was mit unserem Sex nicht? Unser Sex ist gut, ich bin gut im Bett. Unser Sex ist super. Du bist süß, wenn du so trottelig bist. Ich rede von Babys. Moment mal, du willst ein Baby machen, jetzt. Wir haben doch drüber gesprochen. Ich dachte, du willst es auch. Ja, ich will auch ein Baby. Also, ich habe meine Pille abgesetzt. Und heute sind meine fruchtbaren Tage. Jetzt zieh dich ja nicht aus. Dass du betrunken wirst. Du brauchst jetzt Stehvermögen. Ich probiere mal die Erdbeeren. Ich wusste gar nicht, dass es die um die Jahreszeit noch gibt. Jetzt lass doch mal die Erdbeeren. Ich mache hier die ganze Zeit an dir rum und bei dir passiert überhaupt nichts. Mach ich irgendwas falsch? Nein, aber du trittst halt ganz schön aufs Gas. Aber darauf stehst du doch sonst auch immer. Ja, aber. Aber? Naja, die ganze Sache mit dem Kind, das ist doch irgendwie schräg, dass wir jetzt nur gezählt. Deswegen, also ich. Weißt du, ich würde ja gerne, aber wir haben uns gerade erst wieder vertragen und ich glaube, es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Laut meinem Fruchtbarkeitskalender ist es der perfekte Zeitpunkt. Hast du einen Fruchtbarkeitskalender? Naja, ich muss ja wissen, wann es sich lohnt, Sex zu haben. Wann es sich lohnt? Jetzt noch romantischer? Emilio, wir lieben uns. Eine bessere Voraussetzung für ein Baby. Gibt's doch gar nicht. Ja, aber wir haben noch so viel Zeit. Meine Mutter hat Marlene auch bekommen, da war sie so alt wie ich. Sie meinte, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Ja, aber du kannst das doch nicht mit Victoria und Thomas vergleichen. Wieso? Meine Eltern, die waren super glücklich. Meine Mutter möchte, dass wir genauso glücklich werden wie sie. Mirjo, ich will doch einfach nur, dass wir endlich eine richtige Familie werden. Ach du meine Güte, Thomas kommt doch heute aus Berlin zurück. Wir haben noch so viel vorzubereiten. Was ist mit uns? Mensch, du kennst doch deinen Vater. Der freut sich wie Bolle, nach Hause zu kommen. Und wir finden noch genug Zeit für uns beide, okay? Okay. Wir haben ja noch die ganze Nacht. Genau so, jetzt kannst du festmachen. Okay. Sieht doch einigermaßen gerade aus, oder? Perfekt. Fehlt nur noch der Opa. Hm? Oh, und eine frische Windel. Kannst gleich mal mitgehen und üben. Du bist doch nicht schwanger, oder? Nein, ist er nicht. Aber wir haben es vor. Wow. Ja, und du wirst Tante. Ist mir klar. Bisschen mehr Begeisterung, ha? Huh? Ja. Sorry, ihr seid verheiratet. Das ist klar, dass ihr über Kinder nachdenkt irgendwann mal. Meinst du, ich bin zu jung? Ja, schon. Wieso? Mama hat auch früh angefangen. Ja, aber jetzt ist doch offensichtlich noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ihr wohnt in einem Imbiss. Beruflich orientiert ihr euch noch? Irgendeinen Grund gibt's immer, keine Kinder zu bekommen. Also ist dieser Zeitpunkt auch nicht schlechter als der andere auch. Was denkst du darüber? Er sieht das genauso. Ist das so? Mein Gott, sie ist fast wie besessen von diesem Kinderwunsch. Sie redet von nichts anderem mehr. Das dachte ich mir schon, ihr sollt euch gar nicht ein. Nein, sind wir nicht. Ich glaube, sie verrennt sich da total in etwas. Ja, glaube ich auch. Mensch, dann rede mit ihr. Bring sie zur Vernunft. Ich dachte, dass du auch Kinder willst. Das will ich doch auch. Ich hab nur nicht damit gerechnet, dass wir sofort damit loslegen müssen. Ja, aber worauf sollen wir dann noch warten?
Vielleicht, bis wir erstmal eine eigene Wohnung haben? Ja, das ist schon klar, dass ich mein Kind nicht in einer Imbissbude großziehen werde, aber bis dahin vergehen ja noch ein paar Monate. Ja, das schon, aber... Emilio, dein Geschäft läuft super und dann können wir uns eine eigene Wohnung leisten. Es geht doch nicht nur um die Wohnung. Ja, ich weiß, dass ein Kind teuer ist, aber das kriegen wir auch noch hin. Das Wichtigste ist doch, dass wir uns lieben und dass wir das Kind lieben und dass es gesund ist und dass wir endlich eine eigene Familie werden. Kind, jetzt pass mal auf. Ich dachte, du willst auch Kinder. Ich will auch Kinder. Papa! Papa! Da bin ich wieder. Na du? Oh. Hey. Oh, das ist ja mal ein Empfang. Was ist denn hier los? Schön, dass Sie wieder da sind. Und hier hat noch jemand ganz besonders sehnsüchtig auf Sie gewartet. Mm. War lecker. Ja. Also der Juri mag ja ein genialer Designer sein, aber handwerklich hat er zwar linke Hände. Zum Glück warst du ja jetzt da. Der Laden ist jetzt fertig. Also, wenn auch nicht ganz, er kann zumindest aufmachen. Dann willst du also noch mal hin? Vielleicht. Berlin ist ja eine schöne Stadt. Hey, dann hat dein Ausflug dir ja ganz gut getan, oder? Ja, das hat er. Und das habe ich dir zu verdanken, weil du mir in den Hintern getreten hast. War ja auch Zeit, dass du mal wieder ein bisschen rauskommst. Wir müssen langsam auch mal los, Maximilian, soll für längst im Bett sein. Oh, schade. Ich muss morgen auch ganz früh arbeiten. Ich richte Ihnen mal das Sofa zum Schlafen her. Das müssen Sie nicht. Ich habe mich entschlossen, wieder im Schlafzimmer zu schlafen. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Nacht, Papa. Ja, dann werde ich mich auch mal verabschieden. Ich wollte noch ins Kino. Gut. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir sollten auch mal losgehen. Schade. Wir können doch noch einen Absacker zusammen trinken. Martha hat mir einen Krapper mitgegeben. Den hole ich mal. Na klar, einen können wir noch. Sehr gut. Wirklich nur einen? Klar. Ja, yeah. Schon wieder gewonnen. Schön, dann können wir ja jetzt los. Was denn? Keine Revanche? Weißt du was, spiel so lange, wie du willst. Was? Ich komm mit, mit. Ich will überhaupt nicht mehr, dass du mitkommst. Jetzt sei nicht sauer, jetzt ist sie wieder sauer. Ich dachte eigentlich, dass wir das Gleiche wollen. Entschuldigt mal, ich wollte euch nicht von was auch immer abhalten. Nee, nee, schon in Ordnung, Papa. Schön, dass du wieder da bist. Gute Nacht. Und wo willst du jetzt hin? Raus. Amüsiert euch ruhig. Ich mach das jetzt auch. Hm. Sagst du mir, worum es geht? Kim, was machst du denn hier? Wo ist denn Leo? Bei meinem Vater wahrscheinlich spielt er immer noch Backgammon. Hm. Na komm, sag schon, was ist los? Emilio und ich hatten andere Pläne. Ja, aber es ist doch nett von Emilio, dass er deinem Vater in seiner Situation ein bisschen beisteht. Was für eine Situation? Hast du nicht gehört, was dein Vater gesagt hat, wo er heute Nacht schlafen will? Das erste Mal, seitdem deine Mutter nicht mehr lebt? Ja, in seinem Schlafzimmer. Und was hat das jetzt mit Emilio zu tun? Das geht deinem Vater wirklich sehr nah. Emilio hat einfach gemerkt, wie schwer das für ihn ist. Sonst hätte er doch nie auf einen Abend mit dir verzichtet, oder? Ein Baby? Mann, Kim ist doch noch viel zu jung. Also, zwar nicht biologisch, aber... Ich weiß, was du meinst. Ich meine, mir geht's ja genauso. Salut. Was, ich hab gedacht, wir reden so allgemein über Familie und Kinderkriegen, perspektivisch. Aber Kim meint es ganz konkret. Darum hast du sie nach Hause gehen lassen. Und verlierst die eine Partie nach der anderen. Du denkst, Emilio ist nur geblieben, um es meinem Vater leichter zu machen? Du hast doch gemerkt, wie er reagiert hat, als ihr Kinder euch verabschieden wolltet. Am liebsten hätte er euch alle da behalten. Und ich dachte, Emilio hat es sich anders überlegt. Hätte sich was anders überlegt? Na, das mit dem Kinderkriegen. Tja, wie es aussieht, haben wir uns beide vor was gedrückt. Wieso, wofür drückst du dich denn? Davor, allein ins Bett zu gehen. In das Bett, in dem ich bisher nur mit meiner Frau eingeschlafen bin.
Ich mach den Vorschlag. Okay. Ich gehe jetzt ins Bett und du redest mit Kim. Und du machst dir klar, dass du einfach noch nicht bereit bist, mit ihr ein Kind zu kriegen. Deal? Also wenn du jetzt denkst, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt, das kriegen wir jeden Tag bei Tommy mit. Emil und ich, wir schaffen das. Ja, klar schafft ihr das. Aber vielleicht solltest du doch überlegen, ob du nicht ein bisschen warten willst mit einem Baby. Wieso? Wegen dem Geld? Na gut, ich könnte jetzt erstmal nicht mehr arbeiten gehen und ja, alleine mit dem Burrito-Wagen, das ist ein bisschen schwierig, aber selbst das kriegen wir. Kim, du hast gerade deine Mutter verloren. Und da ist jetzt diese schreckliche Leere. Glaub mir, ich weiß genau, wie schlimm sich das an manchen Tagen anfühlt, aber ein Baby macht dir das nicht leichter. Willst du mir sagen, ich will nur ein Kind, um meine Mutter zu ersetzen, oder was? Nein, nicht nur, aber auch. Kim, denk doch noch mal drüber nach, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also wann der richtige Zeitpunkt ist, das weiß ich immer noch selbst, okay? Dann redest du mir nicht rein.